Hallo Leute, hier ist Wishmops und heute wird's Retro, denn wir spielen Wario Land 2 auf dem Game Boy Color. Und los geht's! So, das Spiel beginnt. Wir sehen jetzt eine kleine Einführungsstory mit Blick auf Warios Anwesen. Und da kommen auch schon die kleinen Bösewichte mit ihrem Dreizack. Ja, der letzte braucht nur ein Stückchen, bis er nachkommt. Und ihr seht ja selber, was die jetzt so machen. So, während das so läuft, erzähle ich mal ein paar Worte. Mir persönlich gefällt das Spiel sehr, sehr, sehr gut. Es kam 1998 raus, da war ich gerade mal 7 Jahre alt. Aber ich habe das, ehrlich gesagt, sogar mehr geliebt als die ganzen Mario-Spiele. Liegt vielleicht mitunter daran, dass man bei Wario Land nicht sterben kann. Die einen oder anderen wissen das vielleicht. Wenn man von so einem Monster irgendwie angerumpft wird oder was weiß ich, dann verliert man zwar ein paar Münzen, aber man verliert jetzt kein Leben oder so. Also man muss auch dann nicht am Anfang des Levels nochmal neu starten oder... Also es frustet einfach nicht so. Weil die paar Münzen, die sind ja entbehrlich, ne? Außer man ist jetzt großer Highscore-Jäger oder so, aber das bin ich eigentlich generell nicht. Ja, wie ihr seht, die kleinen Monster, die haben hier sehr viel Unsinn fabriziert. Sie haben nicht nur geklaut, sondern auch noch hier das Ganze überflutet und so einen schrecklichen Wecker dort aufgestellt. So, das erste Level startet. Chapter 1, One Noisy Morning, Story 1, Turn Off the Alarm Clock. Okay, das war jetzt Englisch-Deutsch-Mix, aber ja, tut mir leid. So, wir befinden uns in den Privatgemächern von Wario. Und er wird natürlich von dem schrecklichen Geräusch geweckt. So, schnappen wir uns mal die ersten Münzen hier. Das erste Level, das ist hier wirklich sehr, sehr, sehr großzügig mit so Münz-Vorratsräumen gespickt, kann man sagen. Der Wario, der scheint auch eher so sein Geld zu Hause zu horten und nicht zur Bank zu gehen. Ich habe mir das für das Let's Play so vorgestellt, dass wir wirklich pro Folge praktisch ein Level machen. Also kann es auch mal sein, dass das eine oder andere Level, also je nachdem wie wir vorankommen, könnte das eine oder andere Level mal ein bisschen kürzer oder ein bisschen länger ausfallen. Wird wahrscheinlich unterschiedlich sein. Aber ich finde es einfach so am, ja, angemessensten. So. Haben wir auch schon die ersten zwei Gegnertypen kennengelernt. Und zwar den kleinen, ja, Bösewicht mit dem Spieß dort oder was auch immer. Und die Ratte, die tut uns aber nichts. Die können wir anrumsen, wie oft wir wollen. Da kommen auch immer neue aus den Löchern raus, aber... Ja. Wie ihr es schon seht, hier sind überall solche Geheimverstecke. Wobei die hier im ersten Level wirklich sehr offensichtlich sind, also. Hier seht ihr auch schon. Hier ist auch wieder so eine Art Gang, links angedeutet. Und da haben wir... Oh, seht ihr? Wir wurden gerade getroffen von diesem Dreizack. Aber... Außer ein paar Münzen haben wir nichts verloren. So, und wie ihr seht, kann man hier unten nochmal Münzen sich schnappen. Deswegen machen wir das auch einfach so. Hier ist wieder so ein lustiges Rattenloch. Und... So, weggekickt. Mit unserem Special Move. Ja, irgendwie ist der Wario auch cooler als Mario, oder? Er ist ein bisschen... für erwachsenere Kinder. Keine Ahnung. Halt so ein Antagonist, ne? Bösewicht halt. Aber er ist auch irgendwie cool. Ah! Dummheit. So. Ja, also das erste Level, da gibt es noch nicht sehr viel zu sagen. Das ist halt wie so eine Art Tutorial erstmal, um sich vertraut zu machen mit der Steuerung, etc. Ja. Hier seht ihr auch schon, ist sehr offensichtlich, dass da was dahinter ist. Ah,
jetzt haben wir so eine durchsichtige Münze. Weiß ich gar nicht so richtig, was das bedeutet. So, jetzt kommt ein Minispiel. Und zwar sieht das so aus, als wie so eine Art Memory. Ich drücke einfach mal spielen. Und zwar haben wir verschiedene Karten, da sind Monster abgebildet. Hier können wir uns jetzt eine Schwierigkeit aussuchen. Ich nehme einfach mal normal. Dann kommt gleich so eine Karte runtergefahren als Schloss an dieses, an diese Truhe ran. Hier so ein Flummi-Ding oder wie auch immer. Und gleich wird aufgedeckt. Wartet. Ja. Und ihr habt sicherlich gesehen, wo es sich versteckt. Und zwar hier unten. Das decken wir auf und haben gewonnen. Und es gibt einen Schatz. Und zwar einen Wikingerhelm. Wollte ich schon immer mal haben, aber... Okay. So. Was man hat, hat man. Den kick ich noch weg. Weggekickt. So, hier ist wieder was. Wenn ich höher springen will, muss ich noch zusätzlich nach oben drücken, um die Münzen zu erreichen. So, und hier ist natürlich auch wieder so ein Raum. Also das wirklich... Das wird dann später anders, kann ich jetzt schon sagen. So, was ich noch dringend loswerden will, bevor diese Folge dann irgendwann zu Ende geht demnächst, ist... Ja, ihr fragt euch sicherlich, ist das jetzt ein Blind? Ist das kein Blind? Wie gesagt, ich habe das schon gespielt. Aber ich würde trotzdem sagen, dass es so ein bisschen eine Art Blind ist. Weil, wie gesagt, ich war 7 Jahre alt. Wer weiß, wie alt ich bin, kann sich das ausrechnen. Also ich bin definitiv weitaus älter als 7 Jahre. Und damit ist das schon eine Weile her. Deswegen kann ich auch nicht versprechen, dass ich hier im Verlauf des Spiels wirklich alles noch weiß, die ganzen geheimen Sachen noch kenne und so. Glaube ich ehrlich gesagt nicht. Also ich denke, einiges wird vielleicht wiederkommen im Verlauf des Spiels, dass ich mich an bestimmte Sachen erinnere oder an bestimmte geheime Gänge oder so. Aber dass ich das jetzt hundertprozentig alles noch aus dem FF ja, drauf habe, glaube ich nicht. Aber wir werden sehen. Also man könnte sagen, es ist so eine Art halbes Blind. Ja. Und damit sind wir schon hier am Ende dieses Levels. Wir kicken diesen Wecker hier um. Und erfreut sich der Wario. Ist das nicht schön? So, die Stage ist clear. Aber bevor ihr ausschaltet, jetzt kommt am Ende noch ein kleines Minispiel. Das will ich noch schnell zeigen. Das ist bei jedem Level danach. So, wir haben hier eine Zahl. Das ist im Moment eine 8, aber das ändert sich gleich noch. So. Ja, ich mach's einfach mal. Und zwar deckt er uns jetzt immer so ein Ding auf, ne? So eine Platte. Und das kostet eine bestimmte Anzahl an Coins. Und dann guckt ihr halt, welche der unteren Zahlen das sein könnte. Und dann kann man sich mit A noch weitere Platten dazu kaufen. So, und jetzt können wir ja schon langsam mal abschätzen, was es überhaupt noch sein kann, was in Frage kommt dafür. Und ich würde jetzt mal sagen, jetzt könnte 9 in Frage kommen und auch die 4 könnte in Frage kommen. Machen noch eins. Ja, das wird nicht besser. Noch eins. Hilft uns auch nicht wirklich weiter. So, und damit ist eigentlich schon klar, dass es die 4 sein muss. Deswegen wählen wir die mal aus. Und siehe da, es ist die 4. Und damit gewinnen wir ein Puzzleteil. Für dieses tolle Puzzle. An dem Puzzle kann man auch erkennen, wie viele Levels es insgesamt gibt. Ja, und damit ist die Folge vorbei. Ich freue mich, dass ihr zugeschaut habt. Hoffe, euch gefällt das Spiel und verabschiede mich erstmal. Macht's gut!